Hallo zusammen, euch einen schönen Start ins Wochenende und einen schönen Freitag. Madral, ui, hallo, wie geht's euch? Wie war eure Woche? Wechselhaft? Ja. Ich hoffe, ihr könnt jetzt alle etwas entspannen. So, ich starte mal. Damit wir auch wissen, worum es geht. Bisschen leise, ne? Nummer 15. So besser, ne? Sehr gut. Krümelmonster, hallo! Muss ich auch noch ein bisschen für mich lauter machen. Ja, so viel zum Intro. Live Cash Midland. Ja, da wurde mit Banken kooperiert. Ist, glaube ich, so das erste Spiel zumindest, was ich damals bewusst irgendwie mitgekriegt habe, dass da irgendwas drin ist. Wir uns war jetzt nicht so ganz bewusst, dass das irgendwie eine Bank ist, aber dieses Live Cash Midland fanden wir irgendwie immer komisch. Aber so richtig kann ich mich da jetzt auch nicht mehr dran erinnern, ob wir uns direkt darüber Gedanken gemacht haben. Ich glaube vermutlich nicht. Ich weiß es aber nicht mehr. So, Ui sagt, wenn man im Spiel die Turbo-Taste am Rechner gedrückt hat, lief es viel zu schnell. Das kann man hier auch machen. Ich habe 10.000 Zyklen, ist vielleicht ein bisschen wenig. Gucken wir gleich aber mal. Lieber zu viel wie zu wenig. Im Hintergrund, während wir uns unterhalten, lasse ich nochmal den Demo-Park laufen. Ich freue mich schon drauf. So, Krümelmonster sagt, die frühen 3D-Render sind echt nicht so gut gealtert, waren damals aber bestimmt sehr aufwendig. Das höre ich oft, das höre ich etwas laut, okay, dann mache ich ein bisschen leiser. Das höre ich oft, dass die 3D-Render nicht so gut gealtert sind. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich damals selbst sehr fasziniert war von diesem 3D-Render. Wenn dich das interessiert, Krümelmonster, musst du mal in den Discord gucken. Da habe ich ein
Rückschieben, sonst vergesse ich das mit dem Audio-Level nachher wieder. Da habe ich einen Thread irgendwo, wo ich meine 3D-Western, meine 3D-Sachen, die ich da Teile damals gemacht habe, hochgeladen habe. Und ich finde diese Art von 3D-Renderings, Low-Poly mit Texturen anstelle von komplizierten 3D-Modellen oder komplexen 3D-Modellen. Ich finde die irgendwie super charmant. Ich mag die sehr. Ich mag aber auch die Low-Poly-Vektor-Echtzeit-Grafik sehr. Vielleicht hängt das damit zu tun. Was ich nicht mag, ist die spätere SVGA, dieses hochpolierte, sauber gerenderte. Das mag ich dann nicht so. Mehr in so die Richtung Myst und so. Das gibt Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen mag ich das nicht. Das ist irgendwie nichts für mich. Herr Gator, dir auch einen schönen guten Abend. Schmecke ich da versalzene Pommes? Nein, sowas machen wir nicht. Natürlich nicht. Ja, Bullfrog Madral hat viel in Assembler programmiert damals. Ich weiß, keine Ahnung, wann das sich geändert hat. So. Hallo, Maus? Ah ja. Als Namen wählen wir Horsa. Warum? Finden wir später aus. Vielleicht aber auch nicht. Hallo Tobi, du sagst zum Beispiel auch, das ist ein schöner 3D-Studio-Look. Ich mag ihn auch sehr, aber viele mögen ihn nicht. Aber der eine mag das, der andere nicht. Und Ui kann sich auch sofort an die Musik erinnern, geht mir ans ganz genauso. Dad, I'm bored. ja. Den Hund in der Achterbahn. Aber hallo, damals war das kein Problem. Heute kannst du das nicht mehr machen. Ja, Rollercoaster Tycoon war Theme Park und Theme Hospital waren ja auch noch irgendwie so ein bisschen so eine Persiflage zum Teil an Parks oder an Hospitals oder an Krankenhäusern. Das hatte Rollercoaster Tycoon dann natürlich nicht mehr. Das war eigentlich schon eine recht ernste Show, ja. Genau, es sieht alles wirklich sehr, sehr knuffelig aus. Patoke, dir auch einen schönen guten Abend und ich hoffe, du hast einen schönen Start in die Woche. So, und wie Ui schon sagt, ah ja, die Western-Show. Ich habe hier das nämlich den Rosa oder wie der hieß, genommen, weil man da sich alle Attraktionen und sowas freischalten kann. Und ich weiß nicht, ich würde jetzt erstmal normal anfangen, aber vielleicht habe ich irgendwann mal Lust, einfach mehr Attraktionen freizuschalten und dann machen wir das einfach und bauen einfach so ein bisschen frei, baue ich dann vor mich hin. Ich weiß auch nicht. Soll auf jeden Fall ein gemütlicher Abend werden. Oh ja, hast du steht schon drin. Hastor ist doch nicht 1. Hastor ist 11. Pixelland, ah, das kommt alles noch vom letzten Mal, glaube ich. Jo, das lassen wir auch alles so wie beim letzten Mal. Habe ich hier schon? Byland. So. Okay, jetzt kommen wir hier. So, so starten. Als erstes erstmal, ganz wichtig, Game Speed Slow. Musik haben wir an. Business Game Simple, das lassen wir erstmal so. Kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ah, hier sind die unterschiedlichen Safe Games. Ich speichere mal auf 0-0. So, und jetzt müssen wir gucken, ob das funktioniert mit den Cheats. Hastor has just cheated. Geht. Man kann sich mit Steuerung C irgendwie 15.000 oder was geben. Geld geben. Okay. Wo ist mein Anfang? Hier. Da. Ach.
So, da kommt auch schon der Bus, aber der Park ist ja noch geschlossen. Hast du der alte Cheater? Ja, der ist nicht da. Das, Tobi, das brauchst du nicht ins Protokoll mit aufnehmen. Das kannst du einfach rauslassen. Das mit dem. Hast du den Cheater? Sonst beschwert er sich wieder. So, wie war das jetzt nochmal? Das waren die Straßen. Genau. Und mit rechts mache ich die weg. Ja, also ich habe auch keinen Ton. Muss das so? Gab es hier Ton? Also ihr habt ja offensichtlich eben schon die Musik gehört, ne? Im Spiel. Daran erinnere ich mich. Das ist schon gar nicht so schlecht hier am Replay auch. Nichts hast du. Alles gut. Alles gut. Gar nichts. Schön, dass du da bist. Wir haben dich vermisst. Das ist es nämlich. Das ist es. Rubi, pst. So, und jetzt machen wir erstmal. Machen wir eine kleine Schleife, ne? Damit wir so ein bisschen was verdienen können. So, passt das jetzt hier schon? Bouncing Castle. Oh, wir haben schon vier Sachen gleich am Anfang. Merry-go-round. Ich fange immer mit dem Bouncing Castle an. Ich glaube, heute fahren wir mal mit was extra. Ach, das habe ich ja komplett unterschätzt. Das habe ich komplett unterschätzt. So, machen wir es so. Und den Eingang machen wir hier hin. Den Ausgang machen wir hier hin. Hier kommt dann. Und dann so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das mit dem Ausgang hier geklappt hat. Oder ob man das so machen muss. Ich lasse es mal so. Ui sagt, ich habe übrigens gerade Coco Jumbo und Jojo Action gehört, beziehungsweise auch das Video gesehen. Ach, war das tolle Zeit. Ja, das ist wirklich schon eine ganz schöne Ecke. Ja. So. Wo war noch mal Research Department? So, wie teilen wir das jetzt auf? Ich stalte den Research mal größer. Also wenn hier keine Musik kommt, muss ich gleich, aber gab es keine. Ich muss gleich noch mal. So, das sind die Designs. Right Designs. Wir machen so. Oh, das. New Shop, Training, machen wir hier ein bisschen weniger. Upgrade Facilities. Lassen wir es mal so. Lassen wir erstmal so. Gucken wir mal. Ich finde das auch ziemlich geil gemacht, ja. Man kann die, glaube ich, hier auch. Ja, genau. So konnte man das auch so machen. Oh, das erste Jahr ist schon vorbei. Zeit läuft ganz schön schnell, ne? Ach. Oh. Ich mit meinen dicken Fingern. Shit. Ah. Moment. Dein Tag fing nicht so gut an, dann drücke ich dir die Daumen, dass es sich übers Wochenende bessert, hast du. Nee, am Ausgang braucht man keine Warteschlange. Ich hatte das nur gemacht, damit man besser zu. Weil ich dachte. Weil die Warteschlange, die ich da hingesetzt habe am Ausgang, die war ja nur so ein Kreis. Und ich dachte, wenn ich das aufziehe auf zwei, dass er dann halt so einen Haken macht und dann Ausgang und das verbindet. Vielleicht besser verbindet, aber ich glaube, es war egal. Oh, Tobi hat gelötet. Was gab's denn zu löten? Finde ich auch, Ui, dass gerade. Wie war das? Horsa? Dass gerade durch die Standardisierung
viele Dinge, die man früher einfach gemacht hat, weil man es konnte und jemand das eben noch machen konnte, an der Engine ändern, anpassen konnte. Heute, oh, müssen wir ein neues Modul. Ah, ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir das Plugin haben und ob das damit funktioniert. Und ach, dann lassen wir es einfach weg. Machen wir Schiebregler, die sind im Standard drin. Sowas, weißt du. So, dann lade ich jetzt mal. So, ich wollte nämlich die Cycles ein bisschen verringern. So. Damit es nicht ganz so schnell läuft. So, vielleicht ist es dann auch einfacher mit dem Platzieren. So, und dann wollte ich hier noch mal gucken. War nicht irgendwie Musik oder sowas? Musik ist an. Sound FX habe ich gar nicht. Aber im Intro war doch eben Musik. Oder? Nee. Kein Sound. Das geht nicht. Das geht nicht. Moment. Was habe ich hier in DOSBox eingestellt? Audio SB Pro 220715. Das müsste gehen. Was ist mit dem Setup. Setup. Ah, irgendwer hat hier keine Musik eingestellt. Seht ihr das jetzt auch? Nee, okay, ist auch egal. Soundblaster Pro, Musik auch. Soundblaster Pro 220.7.1. Deutsch. Safe Sound Language in Config Only. Hat er das jetzt gemacht? So ist es nochmal, ne? Aber warum hatten wir denn im Intro Musik? Und warum seht ihr das jetzt nicht? Jetzt? Take you to a magical land. You first, lad. Friends can come too. And even grown-ups. Wir hatten eben auch keine Sprache. Stimmt, Krümelmonster. Deswegen lasse ich es durchlaufen.
Jetzt aber. Jetzt haben wir Ton. Viel besser. Geh mal auf 5000 Zyklen runter, die Spielgeschwindigkeit auf langsam. So, jetzt fangen wir noch mal von vorne an. Jetzt fangen wir noch mal von vorne an. Und es ist in Deutsch. Okay. Entwicklungsabteilung wäre N gewesen. Ich gucke noch mal kurz in den Chat. Also, ich habe ja schon noch das eine oder andere. Ui sagt. Wie war das eigentlich noch mit der Turbo-Taste? 30 auf 90? Nein, also hängt von der Turbo-Taste ab. Es war meistens mehr so 7 auf 12 oder so. Ja. Ich glaube, bei mir waren es beim 386 SX hatte ich einen und ich glaube, der ist von 15 oder so auf 25 Megahertz. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so war das. Aber hey, Turbo-Taste hat, also die war immer an. Immer Turbo. Hasso braucht Entertainer. Ja, ich habe schon so durch die Blume jetzt hier gelesen, dass er Wasser gewischt hat heute Nacht. Ich hoffe, es ist alles, ist nichts kaputt gegangen, Hasso. So, Tobi lötet sich Whisky rein, alles klar. Also das Löt-Equipment waren also unterschiedliche Whiskys. Verstehe. Hält sie dir auch einen schönen Start ins Wochenende? Genau, es war das Setup. Ja. Gani, hallo. Dir auch einen schönen Start ins Wochenende. Und Daniel, dir auch. Fast pünktlich, ja. Jetzt geht's richtig los. Ich habe extra auf dich gewartet, Daniel. Jetzt geht's los. Ja, Gani, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, immer raus damit, ne? Ui räumt auf. Ja, muss man immer mal wieder machen. Wie lange die Rechner dafür damals gerendert haben, ich hatte vorhin schon. Nee, hatte ich nicht. Aber ich hatte vorhin schon mit Krümelmonster drüber gesprochen. Im Discord habe ich ein paar Bilder und da hat ein Bild in 640x480, glaube ich, war das. 10, 12 Stunden gedauert. Das von 94, da hatte 3D Studio schon die Netzunterstützung. Ja, da hattest du halt auch bei 3D Studio die Möglichkeit, dann die Rechner zu kombinieren und dann Frames aufzuteilen und so weiter für die Animation. Und das hat schon einiges gebracht. Zur Not konntest du dann sagen, Freitagabend angeworfen und dann übers Wochenende die ersten, keine Ahnung, 300 Frames rechnen lassen und das dann immer so weiter. Oder du hattest halt eine dedizierte Renderfarm, was ich glaube Bullfrog hatte, weil sie sehr viel mit 3D Studio gemacht haben. Also standen die irgendwie im Keller und du hast denen immer die Arbeit zugeschoben. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, in der Dreier- und Vierer-Version von 3D Studio konntest du noch nicht Aufträge absenden und dann an deinem Klienten weiterarbeiten. Du konntest Aufträge absenden und dein Klient war, glaube ich, immer mit im Rechnen. Irgendwie so, glaube ich. Die Turbo-Taste war ja auch eher, damit die alten Programme noch laufen. Genau, damit, wie Ui halt sagte, was Ui? Oder Madral? Ich weiß es gar nicht. Wenn du hier zu schnell warst, dann ist das Spiel halt zu schnell gelaufen. Und damit es dann langsam lief, das war eine Kompatibilitätssache im Prinzip. Klar, damit XT-Programme und so dann auch noch liefen, richtig. Aber ich sag mal so, als 12, 13-Jähriger, gerade neuer PC, VGA-Karte, dann spielst du doch nicht mehr die scheiß CGA, EGA-Geschichten. Also brauchst du das, brauchten wir das auch nicht. Oh.
Das Aquarium deiner Tochter ist gerissen. 60 Liter, stimmt. Das hattest du gesagt, dass sie ein Aquarium hat. Und ein Drittel ist ausgelaufen, bis sie stoppen konnte. Ach du Scheiße, wie habt ihr das denn gemerkt? Sind die Fische noch am Leben? Ja. Daniel! Wie machen wir das jetzt mit unserer Aufnahme vom Mittwoch? Was ist denn da passiert? Bitte, sagt er. Nur bitte. Ich fand die Aufnahme super. Ah, das ist ein das bleibt ein Hörspiel. Okay. Das bleibt ein Hörspiel. Weil Daniel hat nämlich nicht die Videospur aufgezeichnet in OBS, sondern nur die beiden Audiospuren. Erst fing es laut. Ach klar, okay, stimmt. Davon bin ich. Du bist wach geworden. Okay, und hörte beim Aufstehen nur ein lautes Scheiße aus dem Zimmer. Ja, für mich klingt es jetzt lustig. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Scheiße ist. So, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Die Kampffische haben überlebt. Ah, okay. Und andere sind gestorben? Was habt ihr... Also ist nichts weiter kaputt gegangen, oder? Ich meine, vermutlich habt ihr es dann ja relativ schnell gemerkt. Und das Wasser konnte jetzt nicht erstmal 8 Stunden einsickern irgendwie. Und ihr habt da jetzt Trocknungsgeräte stehen oder irgendwas. Aber mit Profis, ja. Ja, aber mal ernsthaft, machen wir die jetzt neu, die Aufnahme, oder überspringen wir die? Okay, also fange ich nochmal an. Nee, sind nur Kampffische. Okay. Besser als sieht gut aus. Puh, also dann nochmal Glück gehabt, ne? Ui, ich habe gerade 2 Jahre alte Erledigungszettel, also Textdateien gefunden. Ein paar Punkte habe ich nie abgehakt. Das gehört doch zu den Zetteln, deswegen kann man die ja bald dann wegwerfen. So, kann ich eigentlich mit den Cursor-Tasten scrollen? Kann ich. Okay, das müssen wir beim nächsten Mal überlegen. Alles klar. Oh, da ist schon was fertig. Konnte ich da nicht draufklicken? Oh, wie ging das denn nochmal? Ich glaube, das war auch so ein Problem, was ich mit den was ich mit dem Spiel hatte. Dass man halt nach nicht mal reingekommen ist in die Entwicklungsgeschichten. So mache ich hier. Machen wir das. Ah. Also gedrückt halten. Obwohl, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man erstmal mit dann hier so eine Dingens hat, ne? Ah! Ah, jetzt bin ich schnell genug gewesen. Irrgarten. Mann, da habe ich aber jetzt... Vielleicht ist mir das von der Geschwindigkeit her dann doch ein bisschen viel. Nehmen wir das mal ein bisschen zurück. Das geht ja zu schnell. So. Oh ja, die Megapommes. Aber eins nach dem anderen. Eine Attraktion. So, was hatten wir jetzt hier? Den Irrgarten. So, dann machen wir den Eingang. Ah, da ist auch das Wow. Hier hin und den Ausgang dahin. Dann können wir hier noch irgendwie Deko oder sowas hinmachen. Hast du! Glückwunsch! Platz 1! Platz 1! Beste Park 1995! Hast du! Mensch, das, sag mal, das ist heute kein richtiger Tag für dich. Das lief doch wie Schmidts Katze hier. Ja, wer kann, der kann. Nervenkitzel lausig. Kommt drauf an, wie man fragt, ne? So. Die sind jetzt schon mal hier. Puh, sagen die sich. Das war aber jetzt spannend. Und dann brauchen wir danach erstmal einen
Ihr Garten? Zu schnell geklickt, das war... Das Problem hatte ich auch. Konnte man das nicht nochmal ändern? Kostet nichts, ich weiß. Okay, verstehe, aber... Oder muss das alles nebeneinander sein? Das kann ja so nicht sein. Also das... Nee, da bin ich eins zu weit. Irgendwie konnte man das ändern. Da bin ich mit ziemlich sicher, ging das hier rüber? Hier rüber, ne? Aha. Genau. Warum kann ich das nur da hinsetzen? Ach, weil der feste Positionen hat, der Irrgarten, ne? Okay, das muss so sein. Ja, dann müssen wir den Irrgarten hier oben hinsetzen. Genau. So. So, ne? Hier brauchen wir erstmal noch nichts. Biergarten wäre besser, ja. Habt ihr das GameStar-Video zu Comanche gesehen? Nee, zu welchem? Zu dem letzten Comanche? Zu diesem komischen Multiplayer-Arena-Shooter-Dings? Ich finde auch, Daniel, sieht gut aus. Die vielen Mähmänner einstellen? Machen... Ach so, ja, das kommt gleich. Das kommt gleich alles, genau. Die Mähmänner... Die Rasenmähermänner kommen gleich. So, was bauen wir jetzt hier hin? Also auf jeden Fall erstmal eine Pommes. Eine Pommes kommt hier auf jeden Fall hin. So. Dann brauchen wir noch was zu trinken. Aber wir machen nicht die fiesen Sachen. Also machen wir danach hier erstmal... Was war denn... Das war doch ein Café, oder? Machen wir vielleicht... So. So. Getränke, genau. Okay. Coffeeshop. Ja, das ist doch ganz gut. Dann können wir da gleich noch ein bisschen Deko zwischen machen. Und hier unten. Ach, hier kann ich gar keine Straße mehr hinmachen. Ach, da geht das. Ja, da müssen wir oben rum. Dann geht's oben rum. Bisschen zu weit. Einmal um den Irrgarten. Oh. Wieder verpasst. Einmal um den Irrgarten, das ist zu weit. Ich möchte hier wieder drauf. War doch nicht zu weit, oder? So. Ja, ich meine, damit könnte man ja schon aufmachen. Genau. Ui. Ich glaube... Ich wüsste jetzt nicht mehr, wo man das noch irgendwie bekommen könnte. Ich meine aber, das war im Abschlussgespräch auch eins meiner großen Probleme, die ich doof fand. So, jetzt brauchen wir erstmal den Rasenmähermann. Reichen zwei? Zwei reichen erstmal, wa? So, Ordner brauchen wir noch nicht. Und
Oder haben die Rasen gemäht? Ich weiß nicht, wer von beiden Rasen gemäht hat. Schicken wir die erstmal dahin. So. Dann können wir. Achso, das war das für die. Dann können wir. Wo konnte man hier nochmal eröffnen, den Park? Das ging hier irgendwo. Parkstatus? Nein. Das ist der Parkstatus. Okay, nee, den wollte ich nicht. Ich wollte es eröffnen. Dann ging das, wenn man hier unten drauf geklickt hat. Hallo? Oder war das F? F ist Feuerwerk. Fast das gleiche. Ah, Park öffnen. Warum steht hier jetzt geschlossen? Ah, jetzt ist er offen. Okay. Witzelchen, hallo. Ein Eis hättest du gern? Klar, du kriegst ein Eis, mein Kleiner. Oder meine Kleine. Nee, ein Eis habe ich noch gar nicht, aber eine Pommes kannst du kriegen. Mit ganz normal Salz. Und danach kannst du mit deiner Oma oder mit deinem Opa, mit dem du da bist, in den Coffeeshop gehen. Mache ich das Feuerwerk wieder aus, so? Ja. Ungos, hallo. Dixi-Klos nicht vergessen. Genau, das kommt jetzt. Dixi-Klos und so kommen jetzt. War das hier? Genau. Hier. Ist das die Vorderseite, auf die man hier schaut? Ah, die werden automatisch ausgerichtet. Alles klar. Okay, was haben wir hier noch? Das müssen wir jetzt wieder ein bisschen ausbügeln mit was Hübschen. Der ist zu groß, der Busch. Machen wir einen kleinen dahin. Auch. Dazu gibt es hier nochmal kleine Clipping-Fehler. Die sind zu verzeihen. Aufs Tor vorn klingen, ja. Hat auch so geklappt. Mittagspause, nee, speziell. Beides. Du hast recht, Daniel. Gut aufgepasst. So, jetzt aber. So, hier sind jetzt auch schon welche drin. Das läuft. Haben wir sonst noch irgendwas Nettes? Ah, das nicht. Aber wir könnten hier hinten dann mal hier vielleicht noch so einen netten Baum hin und hier auf die Ecke vielleicht noch einen. Das sieht doch ganz idyllisch aus. Dass er da jetzt... Naja, gut. Da geht's los. Die Mähmänner mähen nicht. Handyman. Achso. Wenn ich jetzt noch hier in dem... Ich möchte gerne in dem Handyman-Modus sein. Das war hier, war das Aufnehmen, ne? So. So, besser? Nein! Ich stelle noch ein paar Zigarettenautomaten auf. Sind hier wirklich sehr kinderfreundlich. Das ist ja eigentlich ganz schick hier mit denen. Aber gut. Ui hätte gerne Fußballrasen. Da.
gut, dann was machen wir als nächstes für eine Attraktion? Machen wir hier den Merry-Go-Round 26. Ich lasse das erstmal so, wie es ist. Nein. Wollte. So. Ah, da geht's jetzt auch los. Ich find's auch, Ui. Ich find's auch. Da gucken wir nicht so drauf. 96 war nicht unser Jahr, hast du. Was? Hast du hat gemogelt? Quatsch. Hast du, lass dir da nichts erzählen. Hier könnte man überlegen, ob man die Schlange ein bisschen größer macht. Also ich könnte ja hier wahrscheinlich dann noch hin, ne? So, Kaffee getrunken, er hebt auf. Mülleimer und so muss man hier noch nicht machen, ne? Er ist immer noch Rasenmähen. Du hast einen Sektoiden gesehen? Wo? Hier bei den Untertassen? Hast du, das sind ganz andere Untertassen. Das sind ganz andere Untertassen, die fliegen nicht. Alles gut, alles gut. Ja, Parkitekt ist auch nett, ja. Ja, Parkitekt ist halt mehr wie Rollercoaster Tycoon. Wir brauchen unbedingt die Wasserbahn mit den Reifen und auch die andere Wasserbahn und die Achterbahn und die Kartbahn und ja, so weit sind wir noch. Oh, hier oben links schon wieder. Happy Cola. Endlich ist Happy Cola da. Happy Cola müssen wir sofort. Happy Cola. Oder Happy Cola machen wir ans Ende. Weil jetzt kommt nämlich erstmal die Einkaufsmeile. Mit Duck Hunt und mit der Ballonwelt. Warum schneit denn das jetzt? Wie kann ich den denn entlassen, den Typen? Obwohl, brauche ich gleich eh. Hast du cheated eh, da kommt es aufs Geld nicht so an. Du schenkst nur gute Nuka. Können wir die benennen, die Cola, die hier drin ist? Das ist Poké-Cola. Nee, können wir nicht benennen, leider. Oder? Doch. So, besser? Jetzt ist es Nuka-Cola. Ja, da sagt mal einer, ich gehe nicht auf meine Zuschauer ein. Und was für Pommes? Big Time Fries? Nee. Strahlend, genau. Big Time Fries gefällt mir nicht. Wolfman, hallo. Das wünsche ich dir auch, Wolfman. Ich wünsche dir auch einen schönen Start ins Wochenende. Hast du es Fritten? Klingt so Hausge. Freedom Fries ist auch gut, ja. Heiß und fettig. Heiß und frittig. Heiß und frittig. Aber ich finde, heiß und frittig heißt die nächste Pommesbude. Erstmal hast du es Fritten. Das klingt so nach
Schwimmbadponys. Das machen wir, wenn wir die Wasserparks haben. Astros Pommes klingt so nach hausgemacht, oder? So, da ist Müll. Den machen wir jetzt weg. So, wo sind jetzt hier die... Wo ist der andere? Konnte ich nicht hier jetzt sagen? Nee, warte. Irgendwie konnte man dem sagen... Genau. Start. Hier? Und gebe es hier. Genau, dann läuft er diesen Bereich ab und checkt den Müll. Hier oben wird ja wohl niemand was hinwerfen. Ach, er checkt da alles ab. Ja, sehr gut. So. Wenn ich das jetzt zumache, dann läuft er da hin und her. Na, Ui, bist du schon zufrieden mit dem Fußballrasen? Sorry. Aber ich bin nicht so zufrieden. Ich glaube, ich brauche nur einen von denen. Kann ich den auf die gleiche... Also, gut, hier unten. Und der andere mit da. So erstmal. Brauchen wir einen Entertainer? Erstmal nicht, oder? Oh, hier ist schon eine ganz schöne... Wer soll die da mal unterhalten? Brauchen wir noch einen? Nee. Oder? Was ist das hier? Ah, die Übersicht. Der arbeitet gar nicht. Die Drecksau. Oh, das kommt gleich noch. Die Handymen sind jetzt beschäftigt. Lassen wir es erstmal so. So, haben wir sonst noch was? Hier könnten wir schon mal... Kann man das zusammen machen und dann... Ja, kann man. So, das ist schon mal so ein bisschen für die Wassergeschichten vorbereitet. Ui, ich habe schon angefangen vorzubereiten. So, ich komme jetzt auch langsam voran hier. Er macht hier immer noch Mittagspause, ganz ehrlich. Das kann ich so nicht gutheißen. Was stimmt hier mit dem Park nicht? Nee, das Getränk schmeckt ja nicht besonders, das Essen schmeckt wirklich nicht. Gelangweilte Besucher. Okay, wir brauchen mehr Action. Wir brauchen mehr Action, aber ist die einzige Action, die wir noch übrig haben. Geh die da mal raus. Mehr haben wir gerade nicht. Nein, das wollte ich. Es hat geklingelt. Oh, es ist was fertig. Ich habe zu langsam geklickt. Aber dann machen wir das jetzt hier erstmal nochmal fertig. So sieht das doch ganz nett aus hier. Mit ein paar Bäumen im Hintergrund. So, was ist das wohl gewesen? Hier nichts. Hier auch nichts. Ah. Neue Zäune. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, ne? Wie ging das denn noch? Man konnte doch...
Was hier? Man konnte zu vielen Attraktionen in der CD-Version, deswegen hatte ich mir damals extra die CD-Version geholt. Konnte man sich halt so gerenderte Filmchen angucken. Aber bei sowas war das, glaube ich, nicht drin. Nee. Ist das dann nur dahin gehüpft? Ich glaube, hier war das. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was wir gerade haben, bei dem das schon geht. Oh, irgendwas wird repariert. Wir haben auf jeden Fall genug Luftballons hier jetzt gekauft. Die Bude hier läuft aber ganz gut, oder? Da können wir noch einen Cent mehr, Euro mehr, Cent, was auch immer, mehr rausholen. Mach noch eine Hüpfburg. Haben wir keine? Du hast recht, Daniel. Natürlich machen wir noch eine Hüpfburg. Die Hüpfburg. Kann man... Meinst du? Ach. Ich fand das damals sehr immersiv. Und ich muss sagen, heute ist es natürlich nicht mehr so immersiv, aber mir gefällt es trotzdem. Ich mag das trotzdem. Bisschen bunter als auf dem Amiga, ja. Es ist bunter auf dem Amiga, detaillierter, ich weiß es nicht genau. Da möchte ich dir gerne hier die Playlist ans Herz legen. Vor 3 Jahren oder vielleicht waren es auch 4 Jahren, habe ich das im Replay gespielt und auch beide Versionen gezeigt. Müsstest du einfach mal gucken. Da habe ich eine Folge gemacht oder 2, glaube ich sogar. Vielleicht haben wir sogar so einen Stream über den Amiga gemacht, über die Amiga-Version. Also... Geisterbahn ist kaputt gewesen. Ah ja. Hat sie sich denn sonst gelohnt? Wie viele Leute waren da drin? 36, so richtig viele nicht, ne? Max ist 8. Machen wir 8. Weil hier sind ja genug Leute da, die gerne wollen würden. So, wie sieht das hier beim Entenschießen aus? Anziehungskraft dürftig, Gewinne, Gewinnchance, Kosten für Preise. Die Gewinnchance erhöhen wir nicht, aber wir erhöhen mal die Kosten für die Preise. Zwei Gewinne bei 49 Spielern. Hm. Das lassen wir so. Aber vielleicht haben dann mehr Bock zu spielen, wenn die Preise teurer sind. Ha! Oh, die Riesenrutsche! Die Riesenrutsche schlängelt sich zu einem sehr vernünftigen Preis in ihren Park. Sie kann zwar immer nur von einer Person benutzt werden, macht aber dafür umso mehr Spaß. Dürftiger Nervenkitzel. Zuverlässigkeit lausig. Wollen wir das Monster wirklich bei uns in den Park holen? Wir haben Durst, aber hier konntest du doch was trinken. Eigentlich könnten wir... So.
Läuft das dann hier drauf? Nee, kann ich das so? Kann ich. So. Wie ist das denn mit der Nuka-Cola? Kann ich hier nicht sehen, wie viele Leute da gekauft haben? War das hier? Profitverkauf 50. Genauso wie Fritten. Ach, die Ballonwelt, die geht aber. Der Duckshot ist jetzt sehr teuer wegen den Preisen, aber schauen wir mal. Gibt's auch was Wildes, wo wir Ränder reinschieben können? Wir müssen noch ein Abfahren. Also, wir können noch mal kurz gucken, aber hier die Geisterbahn wäre für Rentner zu wild. Labyrinth mit Rentnern. Die machen dann Pause, holen da ihr Ei, pellen da ihr Ei und mit Salz und dann gibt's dazu noch irgendwie Stulle. Nee, das ist auch Mist. Die Untertassen ist zu wild, da kotzen die Rentner halt wieder rum. Den Baum kommen sie nicht hoch. Das ist auch alles. Hüpfen ist auch nicht gut. Also da haben wir gerade gar nichts für Rentner. Haben wir das Eisding schon? Ja, hier links, oder? Nee, haben wir noch nicht. Aber ein Eis ist doch wichtig. Wenn hier rauskommt... erstmal ein Eis holen. Isoli, hallo! Vorräte, guter Punkt, Daniel. Gut aufgepasst. Hallo. Da. Warenbildschirm. Hier war das. So. Oh, wir haben keine Pommes mehr. Wir haben keine Pommes mehr. Komm, wir bestellen gleich 90 Stück, die brauchen wir alle. Was ist das hier? Ist das die Nuka-Cola? Ach da, Cola. Die brauchen wir auch. Gut, dass Daniel so gut aufgepasst hat. Pommes und Cola haben wir jetzt erstmal bestellt. Eis. Ja, 20 Stück. So, jetzt habe ich nicht auf Bestellen geklickt. Dafür dann 75. Ist auch ganz lustig gemacht, Ui, dass die hier dann, man sieht die Paketeinheiten hier in den, im Lager. 40 Stück, das sind 20, 20, naja, 46. Och, Nogge hätte ich jetzt auch Bock zu. Fast wie der UFO-Bestellservice, stimmt. Ja, hol dir auch mal eine Cola, Daniel, das ist eine gute Idee, ich habe nur Wasser. Ich drück die Daumen. Ich wette, du sagst, oh, leider keine Cola mehr da. Ich musste ein Bier aus dem Keller holen. Ich kenne dich. Ach, die Lagergröße ist nur 90. Da habe ich jetzt viel zu viel bestellt. Kann ich das noch abbrechen? Wo sehe ich das denn? Ach, hier steht ja oben drüber. Größe 90. Ja, viel zu viel bestellt. Oder ist das 90 pro... Ah, wir werden es rausfinden. Okay. Wo... Das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Das wird jetzt schon ausgeblendet, ne? Obwohl es ja jetzt noch hier zu sehen sein müsste. Und das hier unten auch. Das ist irgendwie... Naja. Hier ist das nicht der Fall. Hier ist es richtig. Hm. Okay, die Hüpfburg geht jetzt auch. Das ignorieren wir. Hier rum. Ah, hier habe ich jetzt auch noch keinen, ne? Moment, so, der mäht da. Was hat er denn hier?
Was haben wir hier zwischendrin mähen? Macht er nicht. Jetzt hier oben hin. Ah, auch gut. Nee, gibt keine Mülleimer. Habe ich eben schon mal geguckt. Die haben wir noch nicht erforscht. Vielleicht sollten wir hier jetzt auch noch mal ein WC hinsetzen. Hier passt keins hin. Doch. Dahin noch eins. Und dahin noch eins. Ich hätte jetzt gerne so Lampen oder sowas. Aber haben wir nicht. So. Kann ich keine hinsetzen? Kann ich da noch? Nee. Da könnte ich auch nicht. Okay. Dann lassen wir das so. Ich weiß es nicht, ob man die erforschen muss. Ich bin mir nicht sicher, ob es die überhaupt gibt. Weil dann hätten, glaube ich, die Aufräumer, die Mähmänner nicht mehr so viel. Ich glaube, die gibt es gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Kann ich dir nicht mehr sagen. Ah, 23. Dezember, deswegen ist Schnee. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es Schnee unbedingt gebräucht hätte. Aber warum nicht, ne? Ich meine auch, das habe ich mich beim Replay schon mal gefragt mit den Mülleimern. Ich glaube, die gibt es nicht. Ich glaube, in Theme Park World gab es die dann. Und vielleicht sollten wir dann jetzt nochmal hier nach den... Ah ne, danach gucken. Wer ist da? Da... Ey, was mäht ihr denn hier aus? Außen? Außen kann man auch mähen. Ah, weiß ich nicht, ob du das jetzt unbedingt brauchst. Das ist erstmal innen wichtiger. Mach mal hier. Nee, Rollercoaster Tycoon 2 habe ich, glaube ich, schon nicht mehr richtig gespielt. Oh, Gehaltsverhandlungen. Muss ich irgendwas machen? Ah. Ah, man nähert sich so an. Sie haben es nicht geschafft, so einen Gehaltsabschluss Gewerkschaft ihrer Angestellten zustimmen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wie das ging. Sind gelangweilt, ja. Oh, warte mal, kann ich hier? Ne, hier komme ich nur zu der gesamten Forschung. Ich glaube, die muss ich mal insgesamt ein bisschen mehr hochpushen. Und den Rest schiebe ich in Attraktionen. Wir brauchen jetzt mal neue Attraktionen. Wieder eine gerade geflentert. Ja, finde ich auch. Insgesamt mag ich die Grafik wirklich sehr. Nicht nur von den, auch hier das mit den der Benjamin Blümchen Statue und so, das ist schon klasse. Ich glaube aber hier gab es auch keine. Nee. Oh nein, die Hüpfburg ist kaputt. Ah. Hier hinten räumt irgendwie keiner so richtig auf, ne? Laufen die denn hier vorne alle rum? Komm mal her hier. Liegen überall Pommes-Dingsies rum. So, du machst jetzt von mir. Hallo? Hallo? So machen. Ah, warum blinkt das jetzt da?
24% mehr ist schon. Ich wollte nur gucken, wie man es macht. Irgendwie das hier ist jetzt. Okay, lösch das erstmal. Dann fängst du hier an. Genau. Erst hier oben auf. Meine Güte, mach so halt. Mach einfach. Ja, ich bin aber auch einfach. Ja, das habe ich davon bestimmt. Ist das ein WC-Zelt, wo die Menschen schlank stehen? Hier? Hier? Das ist eine. Ich will jetzt nicht sagen Geisterbahn, aber schon so ein Spukdingsee. Und das hier ist das Benjamin Blümchenhaus. Hier gibt's. Vor Toiletten kann man nicht Schlange stehen, glaube ich. So, aber irgendwie das mit. Geht das mit Rasen? Und wo. Er hat noch keine. Dann. Bist du hier an. Was bist du hinten? Auch Rasen. Hast du schon? Du hast auch noch keine. Doch, du hast. Okay. Muss ich noch einen anheuern, aber der ist auch wieder. Wo ist er denn? Irgendwie ist er hängen geblieben. Mach du hier auch erstmal nochmal. Okay, ich glaube, jetzt haben wir sie alle. Nee, rechts ja da. Ja, genau. Ich hab das gelesen von dir. Das Spiegelkabinett für Rentner. Normalerweise pinkt das dann so und dann ist hier oben eine Lampe. Von daher ist da, glaube ich, noch nichts weiter fertig. Ach komm, holen wir uns die Schlange. Holen wir uns die Schlange in den Laden, wa? Ich weiß nicht, hat die Katze. Das ist Magic Carpet, oder? Carpet. Und wieder hoch. Der wird einfach hochgebeamt. Ja, die. Hier. Laufen die übers Absperrgitter, das stimmt hoffentlich. Dann hingekotzt. War der vorher in der Schlange? Ich brauche noch mehr von den Reinigungskräften. Die anderen lasse ich noch mal so ein bisschen frei laufen.
Und hast du noch Cola gekriegt, Daniel? War nur eine Frage der Zeit, bis der Ärzte kotzt. Das stimmt. Thorsten, hallo, dir einen schönen Start ins Wochenende. Ach ja, 320 mal 200. 320 mal 200, 320 mal 240, 200 wahrscheinlich, ne? Ich habe nur von 1986 bis 94 gespielt und daher nie eine andere Auflösung gesehen. Naja, das ist von 94 und man kann hier, aber das mag ich nicht so gerne. Ich speichere auch vorher ab, wenn es abstürzt. Mal gucken. Man kann hier auch in 640 mal 480 spielen. Aber ich finde, dann sieht es nicht mehr so schön wuselig aus. Darum spiele ich lieber so. Ja, viel Spaß mit Maiden Magic 3. Maiden Magic 3 mochte ich auch sehr, ja. Wenn völlige Besucher die Schlange verstopfen, diese hier. Ah, wer würde das denn machen? Ne? Wo hab ich denn jetzt meinen Mauszeiger? Hallo? Der Mauszeiger hängt beim Umschalten. Was? Beim Umschalten ist der Mauszeiger hängen geblieben. Ja, ich meine... Gott, bitte. Hier gespeichert. Alles kaputt. Ja, das war... Ach shit, jetzt habe ich den Namen vergessen. Horza. So, da hat's jetzt geklingelt. Jetzt hier. Ah, wieder was verpasst. Okay, jetzt müssen wir gucken, ob's keine neue Attraktion. Kein neues Geschäft. Kein. Doch, hier, so ein Baum. Eine Birke. Es kann natürlich auch sein, dass es Verbesserungen gibt für Attraktionen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Eis ist alle Watt? Shift S. Alles ist alle. Oha. Also, machen wir 30. Ja, es geht nicht, dass das Eis alle ist. Eis ist alle, Tatsache. Hat doch schon wieder einer gekotzt. Hier. Hey. Die Schlange ruiniert sie alle. Oder die Hüpfburg, man weiß es nicht. Ah, ist schon einer zur Stelle. Wir haben hier alle Durst. Verstehe ich nicht. Interessant, wie Bullfrog das gemacht hat mit den hohen Auflösungen. Und zwar 56 Farben, jeweils von 23 mal 200, war nicht standardisiert. Da braucht man eigentlich Treiber für alle möglichen Modelle. Ich weiß nicht, ob hier UniVBE oder so dabei war. Und Syndicate zum Beispiel war ja, hatte nur 16 Farben. Das ist einem aber durch die Stimmung des Gesamtspiels gar nicht aufgefallen.
Ah ja, Mechaniker ist unterwegs. Frage ist, wir könnten natürlich... Geht das nur schräg? Moment, das sieht irgendwie... Das geht nur schräg. Ein Andenkenladen. Billige Möglichkeit, mit Souvenirs einen recht akzeptablen Umsatz zu machen. Ist das nicht was für die Rentner? So. Mich auch nicht. Fitzelchen, ich glaube, ich würde auch die ganze Zeit auf der Hüpfburg hüpfen. Das wäre, glaube ich, auch wirklich das Interessanteste für mich. Ja. Ich wäre auch auf der Hüpfburg. Picket Fence, genau. So, Shift S. Die Cola ist schon wieder alle, wir brauchen mehr Cola. Alles alle hier. Das war nochmal Forschung. Das, Moment, was war das nochmal? Das ist neue Entwürfe für Läden, Entwürfe für Attraktionen und Entwürfe verbessern. Attraktionen verbessern. Neue Features. Aufrüstmöglichkeiten. Hm, okay. Oha, der Flieger. Endlich ist der Flieger da. Ja, der Einkäufer. Oder ein größeres Lager, ne? Aber ich glaube, ein Lager kann man auch nicht bauen. Ich bin mir nicht sicher. Der sagt, Hüpfburg mochte ich nicht. Der muss man jetzt... Ja, das stimmt. Und Frank hat immer Käsefüße. Kann ich verstehen, da hätte ich dann auch keinen Bock drauf. Ja, der Frank mit seinen Käsefüßen. So, dann machen wir den Flieger hier hinten mal hin, wa? Der Ausgang ist dann hier. Da wollen bestimmt... viele hin. Nee. Was? So, machen wir es so. Nicht so, wie ich es wollte, aber... Oder habe ich die nicht richtig angeschlossen? Wie geht da keiner rein, ne? So. So. Die Hüpfburg ist auch immer gut besucht. Vielleicht machen wir bei der Hüpfburg auch 8 draus. Ist alles, also Bau. Achso, er läuft. Läuft. Hier muss man keine Kernkraftwerke für den Strom bauen. Nee, das stimmt. Ja, Drogen können wir nicht verkaufen. Das war ein anderes Spiel. Oha. Da kommt der Mechaniker. Da läuft der Mechaniker schon weg. Wir haben hier Hunger? Ob wir hier auch gleich am Anfang eine Pommesbude
noch bauen? Wie ist das hier eigentlich mit dem Duck Hunt geworden? Ist das jetzt besser geworden? Nee, ist immer noch dürftig. Das hat gar nichts gebracht mit den Preisen. Die Gewinnchance auch noch ein bisschen erhöhen. In jedem siebten Ei? Gleich hebt die Schlange ab. Bällebad? Gibt es ein Bällebad im... in einem Theme Park? Manra, ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Erhol dich. So wollte ich sagen. So, wir sind jetzt beide in der Reparatur. Hier können wir jetzt nochmal. Da bin ich mir ziemlich sicher, gab es auch eine Animation. Das war's. Glaube ich. Bällebad gab es nur bei Ikea. Ja, das kenne ich auch noch von Ikea. Oha. Schnell klicken. Ach, verpasst. Keine Attraktion ist es nicht. Ah ja, das Souvenir-Dings, die könnten wir gleich noch bauen, ne? Oh, jetzt haben wir Lamm. Lamm sind dazu gekommen. Ja, ja, ja. Okay. Okay. So, bevor man geht, nimmt man noch ein Souvenir mit, oder? Dafür. Okay. Ja, Daniel, das stimmt. Bei Ikea im Bällebad, es gab immer so eine genervten Student oder Studentin, die haben dann da irgendwie noch aufgepasst, ja. Aber ansonsten, ja. Der kleine Daniel möchte aus dem Bällebad abgeholt werden. Er vermisst seine Eltern ganz schön doll. Halt die Fresse! Pommes alle? Oh ja, oh, stimmt. Shift S. Alles alle. Das Bällebad tief genug, es gibt keinen Ärger, ja. Tja, ich überlege, ob wir hier den Duckhand wieder abreißen. So richtig gebracht hast der auch nicht, ne? Er ist auch nicht ausgelastet richtig jetzt hier. Wollen wir den schneller machen? Machen wir den ein bisschen schneller. Eigentlich noch ein bisschen voller, nicht ganz vielleicht so. Oh. Da entsteht auch Action. Ganz unten liegen heute noch die Quengler, ja. Schon wieder leer? Das kann doch nicht sein. Nee, die sind noch nicht da. Sind noch nicht da. Kann ich noch nicht. Kann nochmal bestellen. Dann fangen die wieder oben an. Scheiße. Okay. Ich dachte, die rücken dann, ne, dass das so eine Art Tetris ist, aber nee. Okay, man muss warten. Okay. Wollte es nur getestet haben.
Immer wenn wir unsere aus dem Bällebad abholten, saßen die apathisch auf einer Treppe am Rand. Die taten uns jedes Mal ein wenig leid, bis wir rausfanden, dass dort ein Fernseher von der Decke hängt, den die Eltern nicht sehen können. Und das hätte mir auch echt leid getan, ja. Ach, dann saßen die auf der Treppe und haben Fernsehen geguckt. Ja. Ja, eigentlich sollte es sowas für Männer auch geben, die man da vom Fernseher setzen kann. Och nö, jetzt aber gut hier. Ja, Minus nicht, wir können uns da schon einigen. Aber jetzt ein großartiges Plus jetzt auch nicht gerade. Da muss noch einer hin. Aber sonst noch irgendwie richtig lange Schlangen? Dann müssen wir vielleicht noch einen zweiten hinstellen. Der zeigt zum Ausgang. Da geht irgendwie keiner rein. Oder ist der Exit... ist das nicht angeschlossen? Geht er da rein? Tut er. Ah ja, hat sich ein Souvenir gekauft. Okay. So langsam könnte man hier oben auch mal was machen, ne? Wollen wir vielleicht... Was geht denn da unten richtig gut? Das ist doch hier dieses Geisterdings. Ich glaube, wir machen hier noch ein... So. Richtig bescheuert. Also das Minispiel ist richtig... Aber das fand ich, glaube ich, im Abschlussgespräch auch schon scheiße. Meinst du, zwei Geisterbahnen ist gewagt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das läuft. Guck mal, wie die sich hier anstellen alle. Daniel, ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. Der Blümchenpark ist auch mal voll, aber da ist auch dieses Dings nur sehr kurz, ne? Und hier wäre ja noch ein bisschen Platz. Den Eintrittspreis mal gesenkt? Die Läden werden mehr. Wieso sind die Gehälter denn gesunken? Werdung nicht so gut. Okay, da müssen wir ran. Der Park ist eine Goldgrube, genau! Lockern wir hier mal mit orange Bäumchen auf. Den setze ich hier hin, weil sonst sieht man den nicht. Und den auch. So. Vielleicht brauche ich noch einen neuen Mechaniker. Da sind echt, ist echt viel kaputt gerade. Brauche ich mal noch einen neuen Mechaniker. Ach, hier konnte man den entlassen, stimmt. Ja. Gar keine schlechte Idee. Komm, hier bestellen wir mal einen 90er Pack. Pommes. Hier bestellen wir, ich glaube, jede Größe 90. Und hier gucken wir auch mal. Vitamine.
Oh, der große Clown-Klamauk. Na, ist das für die Rentner? Der Clown-Klamauk ist zwar billig, aber die Witze sind's ganz sicher nicht. Mhm. Damit unterhalten sie einen ganzen Zirkus voller Leute. Das klingt nach einer super rentablen Sache. Hallo Freunde, willkommen am Clown-Klamauk. Da kann man nur dahin. Okay, auch nicht so schlimm. Meinst du noch eine Nuka-Cola? Jetzt kommt der andere Clown raus. Pleite? Wo? Guck mal, hast du da. Ist ein Wasserwitz. Noch zu früh, oder? Oh, die Schießbude. Wenn Sie Ihren Park auf niedrige Kosten und viel Spannung erzielen, dann ist eine Schießbude genau das Richtige. Habe ich bei der Forschung irgendwas falsch gemacht, dass wir zwei Geschäfte hintereinander kriegen? Ne, das war ja eine Attraktion. Okay. Hm. Was die hier zwischen? Würde die? Moment. Machen wir das so. Nuka-Cola Gunshot. Was können wir da ein? Anziehungskraft ziemlich gut. Dann lasse ich das erstmal. Ich glaube aber dieses Ding hier, Duckshot, das lohnt nicht. Ja. Egal. Das lohnt nicht mehr, das Ding. Da haben wir jetzt hier den Meisterschützen. Fühl den Kick, lass dich ein, fühl den Kick von Gaga-Cola. Gaga-Cola heißt bei Chip und Chap? Hab ich nie gehört. Enter hat frei, stimmt. Für immer. Da kriegt der Clown die Torte ins Gesicht und der andere das Wasser. Gerade bei den Verbesserungen wäre es natürlich wichtig, wenn man das irgendwie mitbekommt, ne? Palmen sind neu, oder? Aber die finde ich nicht so gut. Die passen ja jetzt hier gar nicht hin. Da wollte ich noch weitermachen. Wenn ich eine Birke... Oh, jetzt ist schon wieder abgestürzt. Hat der Clown Park auch so eine Videoquest zu bieten? Nee, ich glaube nur, also in der Regel sind es nur die Attraktionen, wo es sich richtig bewegt. Was habe ich denn zuletzt abgespeichert? Schon ein bisschen her, wa?
Ich hatte vergessen, das war auf der. Das war im Replay auch so. Es genießt über einen authentisch simulierten Abschuss. Ja, es regnet. Zack. Hat der Auto gesaved? Nichts. Weil die Bäume, die sind jetzt noch nicht da, aber der Rest ist doch, oder? Ich glaube, der hat Auto gesaved. Ich vermisse jetzt nichts, oder? Fehlt was. Denn irgendwer besonders Hunger? Ich hab Hunger, Gedanken an Essen, ich hab Hunger und Durst. Neutral ist größer geworden. Die Gelangweilten sind kleiner geworden. Und alle haben Hunger, glaube ich, oder? Die Ente ist wieder. Stimmt, die Ente ist wieder zurück. Die Ente ist wieder zurück, da hast du recht. Ups! Verklickt. Machen wir hier noch ein Eis hin. Ah, apropos Eis. Die Sachen sind noch nicht da. Okay. Ente gut, alles gut. Stimmt. Das kenne ich auch noch. War das N? Attraktionen verbessern. Läden haben wir erstmal genug, ne? Oh, vielleicht so. Hier sieht man, glaube ich, die Anzahl der Technologien, die man hier freigeschaltet hat im jeweiligen Gebiet. Hier haben wir schon reichlich freigeschaltet. Das können wir vielleicht sogar ein bisschen zurücknehmen. Hier eher weniger, ne? Ich weiß nicht, ob das die Anzahl oder die Prozente sind. Weil wir haben ja doch schon mehr Geschäfte und Attraktionen freigeschaltet. Ich weiß es auch nicht. So wie dieses Ding hier. Ich wollte noch kurz zeigen, dass es hier keine Animation gibt. Aber vielleicht habe ich mich auch vertan. Nein. Guck mal, sonst sagt, da kann ich jetzt mal eine kleine Anekdote aus der Hobbyspielentwicklung erzählen. Dachte mir, wie cool wäre es, wenn bei Explosionen die Schallgeschwindigkeit berücksichtigt würde. Macht irgendwie kein Spiel. Doch, doch, doch. Machen viele. Viele. Arma macht das. Ich glaube sogar von Anfang an. Ja, Operation Flashpoint und das, die ganzen, die vorher waren. Hand kriegt es jetzt. Also ich glaube Red Dragon von Flashpoint auch. Also ein paar gibt es. Gut, du musst natürlich auch ein Spiel oder eine Distanz haben, wo das dann wirklich auffällt. Aber egal, die meisten, du hast recht, die meisten machen es nicht. Ja, so. Die Schallgeschwindigkeit berücksichtigt werden möchte, macht irgendwie kein Spiel. Hab auch gemerkt, warum. Bei 4 Kilometern braucht der Schall nur schon 10 Sekunden. Ja. Das Aktion-Reaktion-Verhältnis total im Arsch. Wenn der Sound kommt, ist dann schon längst wieder beim nächsten Ziel. Ja, in so Flugsimulationen schon. Aber so in Taktik-Shootern und so ist es schon immersiv. Ja. Getränke schon wieder, da sagst du was.
relativ voll, ne? Aber Eis können wir nochmal bestellen. Pommes können wir auch nochmal 20 bestellen. Vielleicht muss es wahrscheinlich dann nur noch ausgeliefert werden. Oder es war wahrscheinlich alle, als du es geschrieben hast, und inzwischen ist dann der Nachschub und jetzt geht's wieder. So. World of Fun. Oh. Ah, genau, die Schießbude. Die hatten wir eben auch noch nicht. Die mache ich jetzt aber, glaube ich, hier hin. Dann muss ich das nicht wieder abreißen. Moment. Und speichern, bevor der Regen kommt. Guter Punkt. Genau, jede Ware hat 90. Ja. Kommen jetzt gleich nach. Gut, dass ich gespeichert habe. Weiß ehrlich gesagt nicht, woran das jetzt liegt. Dass das mit einer Attraktion oder so zu tun hat. Warum seht ihr das nicht? Vielleicht hat das was mit der Schießbude zu tun. Dabei hätte ich da früher mit Dorfscans aber eigentlich nie Probleme. Oh doch. Doch, die sind auch abgestürzt. Das Rifftierchen, hallo! Ich wünsche euch allen einen schönen Start ins Wochenende. Was gab's bei euch? Also bei uns gibt's offensichtlich Theme Park mit Abstürzen. Ich lasse jetzt mal den... Moment, wie hieß das? Ach, den habe ich auch noch gar nicht. Okay, den habe ich noch nicht. Wenn er gleich wiederkommt, den bauen wir diesmal nicht. Da achten wir jetzt gerade mal nicht drauf. UFO, geil. Ja, UFO ist richtig gut. Habt ihr das Original gespielt oder OpenXCOM oder so? Letzte Woche hatten wir OpenXCOM mit UnexCOM Mod. Brutal AI Mod. Ja, die habe ich auch schon mal versucht, aber ich habe schon Probleme mit der normalen OpenXCOM AI. Da habe ich letzte Woche schon sehr gelitten. Aber ja, die Brutal AI habe ich gesehen und gelesen. Ich glaube, einmal ausprobiert. So, das machen wir jetzt nicht. Nein, das machen wir nicht, das Ding. Aber ich kann es euch trotzdem zeigen. Hier, die Schießbude lassen wir diesmal weg. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht lag es auch daran, weil wir das Entchen weggemacht haben. Ja, Daniel, kannst du schon mal gucken hier, ne? Brutal AI Mod machen wir als nächstes. Nee, ich weiß. Also was... Letztes Mal war es auch, wenn Außerirdische deine Soldaten übernehmen, dass er dann eine Granate zieht, zu seinen Kameraden läuft und sich mit denen in die Luft jagt. Das kannte ich vorher so aus dem Original auch nicht.
war mir auch neu. Hat das auch mit der Wegfindung zu tun, dass die da ist? Weiß ich auch nicht. Ah. Das ist eine Katastrophe, ja, genau. Ja, die sind immer spannend, ne? Unsere UFO-Folgen, die fangen schon spannend damit an, wenn Daniel sagt, ach, guck mal, stehen ja eigentlich ganz gut. Weiß ich schon. Das wird ein Desaster. Wer kotzt denn hier die ganze Zeit? Nimm dich doch mal zusammen. Ist der Flieger zu schnell? Quatsch, ne? Ausnutzung ist sehr gut. Oh, ist es sehr gut. Oh, 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 was bringt jetzt? Ah, ich hab's verpasst. Keine Attraktion. Ich glaube, die kommen immer nach rechts. Selma, die kommen immer nach rechts. Ja. Hier aber nicht. Nee, vielleicht kommen die auch, sind die auch alphabetisch. Das war, glaube ich, jetzt wieder eine Verbesserung oder sowas. Keine Ahnung. So, Cola. Ach komm, wir können einfach alles bestellen. Bis es da ist, ist der Vorrat leer. Genau, das war der letzte. Da ist keiner mehr drin. Ja, ja, das ist genau, das ist der letzte. Nur noch ein Außerirdischer. Und Hauptsache Rauchgranaten dabei, ja. Terror from the Deep war teilweise nervig mit den vielen Ebenen und Räumen. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, weil es ja auch zweistufige Missionen gab. Das war schon sehr nervig. Obwohl, ich mag den Teil trotzdem... Oder... Meine Erinnerung mag ich den Teil trotzdem lieber. Rein Terror from the Deep habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Genau. Genau. Das gibt es im normalen XCOM. Das haben Daniel und ich auch an. Dass es dann sofort vorbei ist. Also beim Rundenwechsel. Hm, frag mich wirklich, ob wir vielleicht den Preis erhöhen sollten. Ach nee, das ist... Das ist eine dicke Frau gewesen. Ich glaube, das darf man heute auch nicht mehr so machen, ne? Gab es nicht hier Parkstatus? Nee. Das ist das Lager. Da sind wir hier. Also alle haben Hunger. Da müssen wir gleich noch mal was gegen machen. Aber eigentlich wollte ich jetzt erstmal mich um den Preis kümmern. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Fuzzi-Technik. Genau. Das war die Fuzzi-Technik. Macht sich jetzt berühmt. Ja. Aber trotzdem wäre es gut, wenn der Bewegungsscanner von XCOM kein Bewegungsscanner wäre, sondern irgendwie ein Psi-Scanner oder sowas und auf größere Entfernung funktionieren würde, damit man... Oder er zeigt die Richtung an, in der ein Alien ist. Das wäre auch gut. Oder er zeigt die Richtung des letzten Aliens irgendwie so, damit man nicht so kreuz und quer über die Karte laufen muss. Gut, das Problem hat man bei aggressiver AI wahrscheinlich nicht. Die kommen dann auf einen zu, ne? Ja, Fuzzi ist ein ausgereiftes Konzept, ja. So, wir wollten noch was gegen
den Hunger machen. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Pommes und eine Cola. Und für die Erwachsenen ein Kaffee und ein Eis. So. Und dann brauchen wir ganz dringend Toiletten. Na, man sieht ja, wo die standen, als sie geschossen haben mit Alt-Taste. Sieht man? Das wusste ich nicht. Xenonauts haben wir auch schon gespielt. Also, habe ich mit Freunden schon viel gespielt, ja. Der beste oder die beste Weiterentwicklung von XCOM ist Silent Storm Sentinels. Ja, das stimmt, Hoflicht. Ist auch. Alleine durch die sehr sterile Grafik. Ja, aber der Bewegungsscanner ist ja nur, keine Ahnung, 5 Felder oder so um einen drumherum. Zumindest im Original. Und das Alien muss sich bewegt haben. Ja, 9 Felder Durchmesser, oder? Brauche ich noch einen Mechaniker? Ich habe schon 2 Mechaniker und die sind nicht ausgelastet. Der Handyman hier. Du kannst gehen. Genau, um 2 Soldaten am Flugzeug. Reicht genau, um 2 Soldaten mit Fluganzug auf dem Versorgungsraumschiff zu platzieren. Okay, ja. So hast du recht. Aber gerade am Anfang, wenn man anfängt, ist es sehr nervig. Pommes für alle. Ja, Pommes haben wir. Ich denke, wir müssen hier auch noch irgendwas hinbauen, um die hier hochzuziehen. Und nachdem die gegessen haben, gerade so ein Action-Ding bringen, ist jetzt auch nicht so, ne? Und 2 davon? Nee, das können wir auch nicht machen. Die Hüpfburg rennt immer. Komm, machen wir hier noch eine Hüpfburg hin. Ja, der Park läuft super. Das mit den Mogeln ignorieren wir. Bei X-Men Neuerungen gefiel mir auch der erste Teil besser. Den zweiten mit den zusätzlichen menschlichen Gegnern mag ich nicht so. Ich mag beide nicht so. Erstens Rauchgranate, zweitens Rauchgranate, drittens Rauchgranate. Ja, richtig. Aber wir haben bald den Blaster, Daniel. Dann ist das eh vorbei. Kohlko. Dr. Geldhahn. Oben kommt irgendwie keiner hin, das haben wir nicht so gut gelöst, ne? Hier unten ist halt viel los. Machen wir hier unten. Oh, eine Pommes hin. Nach Hause? Wieso denn schon nach Hause? Ist doch noch gut hier alles.
Ja. Der Blaster, den haben wir früher auch immer sehr viel benutzt. Einer geht vor zum Uro, erstmal Tür aufmachen und erst mit dem Blaster rein. Wo rein, wissen wir noch nicht. Der wird schon an irgendwas explodieren. Verbrechen in dem Sinne nicht, 40-Tieren, aber es gibt so Rowdies, kommen später in den Park und da kannst du dann hier den Sicherheitsmann für einstellen und der verhindert das dann. Ich glaube, Diebstahl und so gibt's nicht. Genau, ich sollte Rauchgranaten forschen. Finde ich das hier mit den Blumen recht hübsch. Da mache ich jetzt einfach nur noch einen Baum dazwischen. Ich glaube, wenn ich hier sowas mache, steigert das doch auch irgendwie die Attraktivität, oder? Sieht auf jeden Fall schicker aus. Machen wir hier noch eine Lampe hin und hier auf die Ecke kommt ein großer Baum. So. Hinten auch noch ein Baum. Vorne machen wir jetzt noch die Dings hin. Das. Der Park ist schon wirklich attraktiv. Wer macht kein Geld? Guck mal, ich habe schon wieder 50.000 Gewinn gemacht. Weil die Leute nichts futtern können. Ja, die futtern doch ganz viel. Hier, guck mal. Oh, jetzt regnet's. Ah, April. Da hast du wirklich einen Schlingel. Im Labyrinth gehen Kinder rein und kommen Rentner wieder raus. Meinst du, sie sitzen da so lange drin? Der Fraß schmeckt nicht, was? Das sind super Pommes. Hier kann ich nur das Fassungsvermögen ändern. Das bringt auch nicht so viel, ne? Ja, Stubo, genau, ist schon sehr, ja. War das bei Rollercoaster Tycoon, wo die dann alle Regenschirme ausgepackt haben? Das fand ich sehr niedlich. Die haben hier alle immer noch Hunger. Na komm. Wenn der Pöbel danach verlangt, kriegt der Pöbel hier, ja, ich weiß, ich muss Dingens kaufen. Kommt. Oh, alles wieder alle. Was ist das denn hier? Oh! Wie mache ich das denn? Ach so, einfach okay. So geht das. Jetzt passen hier nämlich 110 rein. So, 110 Tonnen Pommes. Ich glaube, das geht nicht. Ah. Da ist sie. Ui, sie ist da, die Wasserbahn. Die Wasserbahn ist da. Kein Auge bleibt trocken. Ja, erstmal müssen wir jetzt hier gucken, ob man hier die Astus fritten. Nee, da kommen wir nichts hier. Nur den Verkaufspreis und die Salzmenge. Ja, wenn man mal unendlich Geld hätte, ne? Aber habe ich ja nicht.
Muss mir das alles verdienen. So, Splish Splash. Oh, wie ging das denn noch? Ach, jetzt geht das wieder los. Na komm. 11. Ja. Naja, besser wie 25. Ja, jetzt muss ich aber hier Spielgeschwindigkeit. Ist schon auf langsam. So, ich glaube, das hier war der Start. Können das nur neben einer kompletten Bahn bauen. Aber wie baue ich denn die Bahn? Ah, hier, darüber, ne? Oder? Ich glaube, ja. So. Okay. Kommen wir nie wieder zurück, ne? So, und dann das Häuschen. Da muss man kein Ding ins Bauen, ne? Ne, meine ich nämlich auch. Der Mega-Burger! Ein Mega-Burger gibt's hier. Geht die da nicht rein? Okay, man kommt da scheinbar doch nicht rein. Habe ich doch. Hier ist noch eine komplette Bahn. Ah, so. Gibt's hierfür den Rubber Tubing? Ein Film? Nicht sehr viel Gefälle drin, nein. So, was haben wir mal? Guckt euch das an. So sieht das nämlich aus. Phew! Achso, ich bin auch vielleicht ein bisschen schnell wieder. So, jetzt kommen die hier aber vorbei. Jetzt sollte es eigentlich auch genug zu essen geben. Holy moly, habt ihr immer noch alle Hunger? Achso, ich muss hier übrigens wieder, ne? Ja, alles wieder leer. Aber diesmal kann ich ja 10 bestellen. Kann man eigentlich irgendwie rechte Maustaste drücken und der bestellt gleich voll? Nee. Und Burger auch noch. Minigolf? Nee, ich glaube nicht.
Ich finde die Heule einmal so gut. Was? Es sind voll viele Kurven im in meiner Wasserrutsche. Das Essen schmeckt immer noch nicht. Was kann man da machen? Hm. Gut, da. Aber hier irgendwie. Gut. Du weißt doch, ne? Nuka-Cola ist ja auch sehr süß. Ach, hier schon. Ach, das hat er für alle umgestellt dann. Okay. Genau. Zucker, Salz, Glutamat. Was willst du sonst machen, ne? Da war gerade was. Also die kommen nicht immer nach rechts dazu. Die ist jetzt hier in der Mitte einfach dazu gekommen. Irgendwie komisch. Okay, aber es gab keinen Absturz, seitdem wir das Dingsy hier nicht installiert haben, den Pistolen-Hannes. Oh, wir haben die guten Toiletten. Wir haben die guten Toiletten. Brauchen wir aber eigentlich. Oh, hier hinten könnten wir eine gute hinstellen. So, jetzt müssen wir aber noch mal, glaube ich, hier auf die Liste gucken. Der Handyman, den hätte ich gern. Sehe ich den jetzt hier? Lösch das bitte. Start neu. Und zwar kümmerst du dich um diesen Weg hier. Okay, dann hole ich noch einen, der nichts zu tun hatte. Ihn hier, der hat auch nichts zu tun. Du kümmerst dich dann. Ich habe gerade noch gesagt, und es ist nicht abgestürzt und schon wieder abgestürzt. Meine Güte. Das ist sehr zickig. Handyman kann la la la, la la la. Zahnarzt gibt's leider auch nicht, ne? Ich glaube, die Toiletten bringen nur was für die Zufriedenheit. Ich glaube nicht, dass sie den Park sonst verunreinigen würden. Okay, aber ich muss sagen, ich bin echt müde. Für mich reicht's für heute. Ich stelle mal schnell die Einstellungen wieder zurück. Jubikel, du kommst gerade richtig. Wir sind soweit fertig. Der Park ist fertig. Die sollen einfach hinter die Bude pinkeln, wenn die müssen. Na, das geht nicht. Das riecht doch. Das machen wir nicht. Hoffentlich morgen neue UFO-Folge. Ja, Daniel, morgen neue UFO-Folge. Mach da ruhig nochmal Werbung. Also bei Captain T-Wurst auf YouTube. Morgen neue UFO-Folge. Falls... Morgen kommt Battle Eye 3, also morgen keine neue. Wir müssen Mittwoch erst noch eine aufnehmen. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Abend und hoffe, ihr konntet euch etwas entspannen. Seid jetzt locker ins Wochenende rutschend. Wenn ihr mögt, sehen wir uns Dienstag wieder mit Robin zum Blätterabend. Und nächsten Freitag fällt dann aus. Also... Vielleicht schaffe ich es am nächsten Samstag nachzuholen, aber Freitag fällt auf jeden Fall aus. Müssen wir mal gucken. Ich werde euch das aber im Discord noch sagen. Müssen wir gucken. Blankenburg. Raiden, ich gucke mal, wer sonst noch so da ist. Du folgst, das muss ich ja immer wieder anklicken.
Malte spielt Tron 2.0. Kann ich euch nur empfehlen. Oliver spielt Fallout 67. Da habe ich jetzt keine Lust zu. So Blankenburg, sagst du? Keine Kanäle gefunden. Gibt's bei mir nicht. Hast du ihn richtig geschrieben? Was spielt ihr denn? Warte mal, müssen wir das anders machen? Ach, von Blankenburg. Ja, pff, gut. Kenne ich mich nicht so mit aus. So, bin eins durch. Victoria 3 spielt der. Was wollt ihr denn lieber sehen? Tron oder Victoria 3? Ja, ja. Komm, der hat nur 3 Zuschauer. Der sitzt da sonst so ganz alleine. Ich will Siedler 2 sehen. Da kannst du dich hier nur bei... Kannst du dich hier gerne bei YouTube. Bloß kein V3. Na gut, wenn hast du kein V3 will. Ist das kompliziert. Dass man das immer wieder anklicken muss. So, Tron 2, super Spiel, kann ich euch nur empfehlen. Eine richtig gute Filmadaption. Zu Victoria 3 habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock. Das nächste Mal, vielleicht spielt ihr ja was anderes. Das nächste Mal, Cubicle. Sag euch nochmal Bescheid. Gut, macht's gut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. In keiner guten Situation bin mit meiner wenigen Energie. Der Moin! Pretty Old Pixel, wie ist es bei euch? Sollen wir Verstärkung rufen?